Die nächste Kirche ging dann auch noch gleich schon rem auf Dres. An der am Kader von unserer nächsten Live-Schaltung, die sieht schon Bilder am Hintergrund von einem Mann, über den wir schon vier drüber dann einer von unseren Quizfrauen gestaltet hatte, nämlich den General Patton, der ja eng verbunden ist mit Ethelbrick, der ja auch verewigt geht an einem Monument. Und es gibt auch ein Patton-Museum zu Ethelbrick und Nathalie Reckinger steht da vier drüber, kann uns mehr darüber erzählen. Guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen, Kamil. Ich freue uns, für Lo vom Tourist-Office bis an der Patton-Museum hier am Zentrum von Ethelbrick zu sehen. Und hier sind wir zusammen mit Herrn Toll, den uns Lo probiert, über Ethelbrick an der Kirchzeit erzählt. Und Herr Toll, ich wollte dich fragen, welche Rolle hat am Anfang die Landwirtschaft während dem Krieg und um Krieg halt zu Ethelbrick gespielt? Muss ich wissen, dass als Bauern hier vor Grenzen Ethelbrick erwerben eine große Rolle gespielt haben und auch dem nur auch nach Bauerstadt, durch die Bauerstadt blieb was. Muss ich aber auch wissen, dass Bauern eine ganz große andere Rolle gespielt haben an der Resistenz und sie hatte schon ganz viele Jungen verstopft auf ihren Heft, sodass sie auch die Jungen an den Bunkern mit verpflegt haben. Alles das, also war dank ihnen kommt, dass sie hier ganz viel geholfen haben. Mäßchen haben auch viel gelitten, weil die Okkupanten schon teilweise hier Pferd oder andere Sachen beschleppt haben. Also haben sie aber hier ganz viel dazu beigetragen, dass die Landwirtschaft auch nur im Krieg weitergeht. Ethelbrick, wie das so, dass sie auch immer Bauernstadt genannt gehen. Wie ist es dann nun kriegt, sind Betriebe weggefallen? Ja, sind Betriebe weggefallen. Und das, wir wissen schon alle, gehören, dass eine bestimmte Religion hat müssen als Land verlassen. Und das wären jüdische Familien, die hier so Bauern hatten. Die haben aber 12 Daten deportiert gesehen, selbst hat sie umgesiedelt gesehen, den Haft müssen verlassen. Wir müssen aber auch wissen, dass viele Leute Selbstversorger wären, die dann zwei Schweine hatten oder ein Kuh oder zwei Kühe mit einem Schwein. Alles da tut sich aber nur als das löserlös verschwunden. Was nachher ganz interessant ist, zu Ethelbrick und auch am Eisleck, wir haben auch viele Touristen und auch wenn Lützebäuer wollen Vakanz hier machen und um Tourismus der Memoire interessiert sind, hat toll wegen verschiedenen Sitten am Eisleck ging da die Leute rekommandieren, besichtigen zu gehen. Also für alle ist uns heute Ethelbrick aufhängen, weil wir sind ein pädagogisches Museum, wir erklären alles. Und dann sollen sie auf die Krieg gehen. Gut, kann er dann noch nach oder die Familie, die Autor gesehen, die Vierer, alles das. Und auch die Geschichte von unserer Armee. Und dann ob Kleef natürlich, wo dann GI wären, wo auch Marketten da sind, was wirklich interessant dann auch, als weil da, die Deutschen über die Tour rüberkommen, sie so, dass da ganz viel Geschichte mit. Und dann natürlich Wolz, beim Schumann sagt, wo 5000 Soldaten gefallen sind, die größte Schlucht, vier Ubers nicht. Und ich meine, das ist immer was vernehmt wird, dass Lützebüsch eine große Rolle gespielt hat an der ganzen Befreiung. Vier Uhr war es nicht, weil wenn, die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, die Feierdeich nicht so retrostiert hätten, da wären die Deutschen viel mehr sehr auf Antwerpen über Basnisch kommen, sodass sie ein zurückgehalten sind. Und dadurch schon mal sagt, wo dann ein ganz großes Sacrifice gelegt ist, aber auch von der Bevölkerung. Was doch da ganz interessant ist, dass ein ganz neues Internetseite kreiert in das landofmemory.eu, die dir steht gucken, was wirklich ganz flott gemacht über den ganzen Tourismus der Memoir. Und dann, Herr Toll, könnt ihr uns vielleicht noch eine Anekdote von Nirsch von der Frau Agricole erzählen? Wow, die Frau Agricole ist immer der Frau Agricole groß gewesen. Die Zeit wäre schon an der Pompchen, an der Chambernach, da wohnen wir schon mal mit dem Garten da mehr. Am Anfang wäre das nicht so einfach, weil da sind Kanner kommen, nur jetzt oder mich spät, dann haben sie einfach mit einem nullen Traktor gemäht und da konnten wir dahin laufen sehen, weil wir sie dann mit dem Traktor müssen abfangen. Ne? Wieder heuer, die Frau Agricole gehört zu Ethelbrick und damit gehen wir zurück an das Studio, Kamil. Ein großer Merci, Heine Einkehr vom General Patton Memorial Museum. Super, vielen Dank, Nathalie, und auch dich fangen wir damit schnell hier am Programm zurück.